Ja, es fängt einfach schon wieder richtig gut an hier am Bärensee. Verdammt schlechtes Wetter, aber ist doch egal. Wir gehen trotzdem angeln auf Karpfen, aber insgeheim hoffen wir auf die Barbe. Und es bimmelt auch direkt wieder. Erster Fisch gerade schon. Zack. Barbe. Nächster Fisch? Keine Ahnung, werden wir sehen. Aber wir waren ja vor ein paar Tagen schon hier, haben hier schön Wettangeln gemacht auf Barbe. Und da wollte ich doch nochmal testen, ob das nicht auch lüppt hier mit der Barbe auf simplen Köder auf Teig. Natürlich ist hier immer mal wieder die Rede von Barbe am Bärensee mit Goldköder. Ist halt komplett übertrieben. Wer will denn hier für eine olle Barbe einen Goldköder raushauen, Alter? Die ollen fetten Larven oder was? Auf gar keinen Fall. Ich nehme hier einfach schön Honigteig. Bisher komplett übrigens. Ohne Futtermische. Ohne Futtermische. Reingeballert. Nur auf Honigteig. Und dann gucken, was hier so geht und wie die Frequenz ist und ob der Lachs hier lübt. Also ganz auf entspannt. Ohne alles. Eine der billigsten Angelmethoden sozusagen. Einfach nur mal den Honigteig herstellen. Raus damit und dann gib ihm. Ja, ob das jetzt hier so läuft, werden wir sehen. Innerhalb von einer Minute zwei Fische ist schon mal gut. Wir haben jetzt gerade Abendstunden. Das heißt, durchaus möglich, dass gleich, wenn es halt dunkel ist, so 23 Uhr durch, dass auf einmal so ein bisschen Flaute noch ist und dann in den Morgenstunden 4, 5 Uhr, dass es nochmal wieder richtig losgeht. Ich hoffe allerdings, dass das so ganz gut über die Zeit hier läuft, dass das ja, einfach konstant so ein bisschen was reingeht. Letzten Endes ist mir relativ wurscht, was reingeht. Schön wäre es, wenn ein paar Barben reingehen würden. Jetzt gucke ich gerade mal. Der einzige Unterschied gerade, links und rechts Frequenz die ganze Zeit, hier nicht. Oder? Nee, ist kein Unterschied. Vorfächer sind auch alle gleich. Zack, da mal Biss. Direkt der nächste Brocken. Vielleicht liegt der einfach ein bisschen anders. Ja, Döbel und sowas kann natürlich auch alles reingehen, normal. Clip hatte ich schon gesagt, weiß ich gar nicht mehr. Kopf kaputt. 17 Meter Clip, so wie immer. 17 Meter hat einen speziellen Grund, denn wir wollen ja hier im schlammigen Bereich unterwegs sein. Und bis 15 Meter ist hier grasiger Bereich. Und wir wollen in den schlammigen Bereich. Also 17 Meter Clip hier an der Stelle. Und dementsprechend haben wir dann eben auch farblich abgestimmt. Unser Blei und unser Leadcore. Wir haben gar kein Leadcore. Aber, naja, Vorfach ist egal. Also, wenn man hier auf Karpfen angelt mit Boilies, dann ist das natürlich auch wichtig, dass das Leadcore passend ist von der Farbe und das Blei. Jetzt in dem Fall ist das hier quasi wie mit einem Feederset. Man könnte sich auch hier mit einem Feederset hinstellen. Feederset Start ist natürlich ein bisschen zu low. Aber wenn man hier so anfängt mit den normalen, sagen wir mal, mit den Fortuna Carp, mit einer HSV drauf und so 17, 18 Kilo Setup, dann reicht das hier komplett. Dann ist es ein richtig guter Spot, um hier zu starten. Und vor allem mit den Ködern ist es super günstig. Man fängt viele verschiedene Fische, auch immer richtig wertvoll. Und dann kriegt man hier zum einen Skillpunkte. Man hat nicht so die ganz übelsten Drills und im Idealfall ballern eben noch ein paar Barben rein. So, jetzt können sie aber auch mal kommen. Und ich liebäugle ja schon damit, ob ich gleich eine Futtermische herstelle. Einfach hier auf N drücken, zack, Futtermischung und dann hier auf Barbe. Das könnte man natürlich jetzt reinballern. Oder man macht so eine Spezialversion davon. Wäre natürlich auch nochmal eine Möglichkeit. Aber im Moment lasse ich das erstmal noch. Hier ist gerade was abgeflutscht. Da werfen wir direkt nochmal neu aus. Nicht, dass da der Köder abgegangen ist. Und da geht wieder was rein. Und da geht auch wieder was rein. Also Frequenz scheint tatsächlich hier ganz gut loszugehen. Bis jetzt nehme ich auch erstmal alles so mit, wie es ist. Ich schmeiße nichts wieder rein. Ist alles Silber. Hat eh alles hier meinen Köder gefressen. Dann kann ich es auch zu Silber machen. Kommt alles mit gnadenlos. Gehen hier noch ein paar Brassen rein? Ja, klar. Schön nachts auch noch ein paar Brassen.
So, alles hier auf Honigteig, der absolute Allround-Köder. So, andere Möglichkeit übrigens für Futtermische. Ich guck gerade mal nach. Ich meine, Alter, das ist nur am Bimmeln hier, ne? Wir hatten doch hier zuletzt noch irgendwas mit Honig. Hatte ich da nicht was? Honig-Futtermische. Barbe Honig-Bärensee. Here we go. Im Detail, wir gucken mal rein. Sonnenblumenkern, Fliegenmade und Lehm. Das ist Original Barbe, wie gerade schon gesehen. Das ist das Original und jetzt sind hier zwei Komponenten drin, die quasi im Köder mit drin sind. Weizenmehl ist hier mit im Köder mit drin und Berghonig ist mit im Köder drin. Also wir haben hier quasi Honig und Weizenmehl-Kombi und dann Honig nochmal als Dip. Also das wäre hier nochmal eine Möglichkeit, um diesen Köder hier nochmal so ein bisschen mehr zu pushen. Das teste ich jetzt aber erstmal noch nicht. Erstmal will ich das komplett ohne Futtermische hier machen und hier noch ein paar schöne Barben rausziehen. Denn Barbe lohnt sich einfach richtig. Barbe ist richtig geil, lohnenswerter Fisch und ja, kohlemäßig richtig gut, ist nicht so kampfstark und lässt sich einfach auch gut reinziehen, auch wenn die mal ein bisschen schwerer sind und so. Also Barbe ist halt sensationell, hat ein gutes Gewicht. Und wenn nebenbei hier so ein paar Kandidaten reingehen, ist das ja auch nicht schlecht. Die, zack, nimmt man natürlich auch noch gerne mit. Bringt ja alles Geld. So, hier ist auch noch was dran. Alter, an allen Ecken und Kanten. Frequenz ist ja echt schon mal der Hammer, ne? Die Frequenz ist der Hammer. Auch wenn das jetzt hier nicht alles die mega interessanten und super großen Fische sind. Gerade hier so die kleinen Brassen und sowas. Aber, trotz allem, wenn ich mir das gerade anschaue, zwei unmaßige Fische innerhalb, was war das jetzt, von 7 Minuten, 11 Fische. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das bringt halt, wie gesagt, dann auch die Kohlen und so weiter. Ja, ich glaube, wir haben aber eigentlich alles, oder? Jetzt heißt es eigentlich nur noch Sitzfleisch beweisen und Gas geben. Haben wir den Spot eigentlich schon? Muss doch eigentlich jeder kennen, oder? Wenn man die Koordinaten sieht. Also wenn man die Koordinaten sieht, 55, 31, Klick macht's da. Ja, es gibt eh nur 3 Spots hier am Bärensee. Wenn du die 3 Spots noch nicht kennst, ab auf dem YouTube-Kanal Bärensee-Playlist angucken. Es werden immer wieder diese 3 Spots hier am Bärensee gezeigt. 55, 31, 44, 50 und 55, 56, 36, 56, jetzt muss ich nachgucken. Koordinaten nicht im Kopf, Alter. Shame on you. 55, 63, habe ich das gerade schon gesagt? Genau, 55, 63. Also, naja, blind kann ich halt hinlaufen. Ich weiß, dass es da ist und dass es da ist. Und, naja, 55, 63 ist es. Also, reingucken, das sind die wichtigen 3 Spots. Wo man da hinwirft, wie weit man da hinwirft, wird alles erklärt, mit welchen Ködern man da hinwirft und so weiter und so weiter. Also, so geht es weiter. Im Turnier waren hier größere Barben auch mit dabei. Der Tino Becker, der hat seit Monaten hier schon immer mal wieder auch geangelt auf nur komplett Honigteig. Hat hier sogar eine über 10 Kilo Barbe rausgezogen als Trophy. Also das Funst. Man kommt hier, wie gesagt, auch mit Trophys rein. 1er-Haken, 1-0er-Haken, also gar nicht so ganz riesig groß reingehen. Und wenn man hier mit einer HSV, wie gesagt, steht und ja, mit der Fortuna Carp, dann geht man hier natürlich auch nur mit 18 Kilo Setup rein. Guckt euch die Basic-Tutorials an hier zum Bärensee. Wie starten am Bärensee? Bärensee ganz einfach. Bärensee Start, Futtermische Bärensee und so weiter und so weiter. Und dann ran hier auf die Barbe mit Honigteig. Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und gleichzeitig auf YouTube. Montags, Mittwochs und Freitags immer ab 19 Uhr. Petri.